Ja, wir sind dann zum X-Faktor gegangen und du hast gesagt, das wolltest du auf gar keinen Fall in deiner Karriere auslassen. Erzähl mal. X-Faktor war total, das war echt, das war total geil. Also wie gesagt, ich hatte irgendwie noch eine Nachtschicht hinter mir irgendwie und habe dann festgestellt irgendwie, dass dieses X-Faktor-Casting tatsächlich irgendwie 10 Minuten von mir zu Fuß entfernt war und bin dann morgens irgendwie mit meiner Stulle und mit meiner Tasse Kaffee habe ich gesagt, komm, direkt nach der Nachtschicht, geh mal einfach hin, irgendwie zu verlieren hat man ja nichts, so, weißt du. Bin da dahin irgendwie und ja, überraschenderweise bin ich da irgendwie weitergekommen und dann irgendwie noch eine Runde weiter. Dann war ich irgendwann im Bootcamp in Berlin, das war sehr geil. Bin dann in diese Till Brönner-Geschichte reingefallen, irgendwie so, also das war so, die haben es ja immer so in Sparten aufgeteilt und ich hatte halt Till Brönner als Mentor, das war witzig, der Typ ist echt okay, aber sehr geil. Und auch da bin ich irgendwie, warum auch immer, irgendwie weitergekommen. Hab irgendwie ganz cool glänzen können mit Songs von Police und Phil Collins und das war echt geil. Und hinterher war es dann, hat es dann echt gereicht bis zum Juryhaus. Und das war so, die sind halt die letzten 18, glaube ich, von fast 20.000. Und das ist schon geil gewesen. Also hat mir einfach mal wieder ein bisschen Auftrieb gegeben und mir auch selber gesagt, hey, du hast doch drauf, ist doch alles gut. Und dann kam's. Und dann kam das. Yeah! Yeehaw! Erzähl doch mal ein bisschen was darüber. Mensch, Sammy. Ja, Barry. Sammy Barry, meine erste Acoustic Pearls. Genau. Da bin ich ganz besonders stolz drauf, weil ich mit super Musikern irgendwie aus Hamburg irgendwie dieses Album einspielen durfte. Echter Brüller irgendwie. Das sind, bis auf einen sind es alles Coversongs. Und die haben wir aber versucht irgendwie auf eine ganz eigene Weise, also auf meine Weise irgendwie rüberzubringen irgendwie. Und auch Marc hat mir dabei geholfen. Marky, mein Held. Und das sind wirklich wunderschön eingespielte Sachen irgendwie und ich bin auch heute noch stolz drauf irgendwie und ich freue mich auch irgendwie, das in Zukunft so, wie es ist, präsentieren zu dürfen. Ihr habt ja quasi ein neues Rockalbum und in Arbeit. Was genau, das erwartet ist in, uns dann? Das ist in Arbeit irgendwie. Da werden also wirklich fette, gute Rock-Pop-Sounds irgendwie uns um die Ohren geschleudert irgendwie. Es werden eigene Songs sein, es werden eigens für mich geschriebene Songs sein und für mich persönlich ein echtes Highlight in dieser Karriere. Also ich hoffe, dass es irgendwie damit irgendwie ein bisschen nach vorne geht.